Ja, vielen Dank für die Einladung. Natürlich konnten wir der Versuchung, hier ein Konzert zu erleben, nicht widerstehen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt hier gemeinsam ein paar Gedanken teilen können. Luisa Harten ist übrigens auch hier. Sie müssen also immer im Hinterkopf behalten, dass alles, was ich erzähle, vor allem was das Büro betrifft, nicht nur von mir kommt, sondern auch nicht nur von ihr, sondern einem ganzen Team von Mitarbeitern. Ich habe mich an dem Begriff des Urban Wellbeing, sagen wir mal, inspirieren lassen. Wellbeing, da denkt man ja zunächst mal irgendwie gleich Wellness, dann denkt man irgendwie an irgendwie ein Spa oder so und fragt sich, Stadt und so weiter. Aber ich denke, dass der Begriff eine durchaus zentrale Rolle spielt in dem, was eben schon angeklungen ist, der Verpflichtung zur Nachhaltigkeit. Hier nur die Arbeit von Olaf Nicolai, die mir sofort in den Kopf kam, die sehr, sag ich mal, gezielt diese Situation vielleicht beschreibt, in der wir uns befinden. Also Nachhaltigkeit, könnte man sagen, ist ja eigentlich in erster Linie ein quantitatives Problem. Diese Karte hier, die aus dem World Wildlife Fund Living Planet Report kommt, der alle zwei Jahre neu geschrieben wird, kartiert diesen berühmten ökologischen Fußabdruck, den die Menschen unterschiedlicher Länder haben. Und Sie sehen da sehr klar, dass die westlichen Industrieländer deutlich über dem liegen, was man als Durchschnitt betrachten könnte. Die hellste Farbe, dieses ganz leichte Pink, das ist der verträgliche Verbrauch von globaler Biokapazität auf Landfläche sozusagen übertragen, die verträglich wäre für die Welt. Und Sie sehen, manche Nationen liegen da mit einem Faktor 7 drüber, wir zum Beispiel mit einem Faktor 3 bis 5. Und es ist ganz offensichtlich, dass sich aus diesem Leben auf anderer Nationen, anderer Menschen Kosten zahlreiche Konflikte ergeben werden, nicht nur, weil eben der Planet nur etwa etwa 60% überstrapaziert wird, sondern weil eben auch extreme Ungleichheit entsteht. Und aus dieser Ungleichheit, und das ist abzusehen, werden sich Konflikte ergeben, die nachfolgenden Generationen auf alle Fälle aufs Unangenehmste beschäftigen wird. Und wir befinden uns, und das muss man schon zugeben, im Augenblick an einer Situation ungekannter Freiheit. Wenn wir nur mal vergleichen mit den Biografien unserer Eltern oder unserer Großeltern, unter welchen Zwängen sie aufgewachsen sind, ist unsere Freiheit, uns über die Welt zu bewegen, die Auswahl an Dingen, die wir tun können, auch unsere politische Freiheit, kulturelle Freiheit, von ungeahnter Größe. Und diese Freiheit auszunutzen, um sozusagen rational zu versuchen, dieses Problem anzugehen, nämlich eines der Reduktion der qualitativen und quantitativen, der vor allem ersten quantitativen Reduktion, aber in einer, auf eine qualitative Art und Weise. Das ist eigentlich der Auftrag, den meine Generation vielleicht noch einleiten kann oder die nächsten Generationen auf alle Fälle übernehmen und fortführen müssen. Und wir wissen auch, dass man sich ungerne von alten Gewohnheiten trennt. Dann hat das immer schon so gemacht, man hat immer schon so gelebt, man hat immer, ist immer schon mit dem Auto in Urlaub gefahren, man hat immer schon bestimmte Mahlzeiten gegessen zum Beispiel. Und sich davon zu verabschieden, das zu verändern, das ist vielleicht mit der schwierigste Teil dieser Revolution, die uns bevorsteht. Und unsere Aufgabe als professionelle Elite, so würde ich das zumindest sehen, ist eigentlich
sozusagen die Gesellschaft mitzunehmen auf diese Reise und zu versuchen, diese Reise so interessant, so angenehm und so spannend wie möglich zu machen. Und da ist, glaube ich, die Architektur, das, wofür wir stehen, das, was wir können, das, was wir anbieten können, ein spannendes und auch wirkungsvolles Werkzeug. Das heißt, wie nachhaltig die Dinge sind, wie lange sie halten werden, wie lange sie geschätzt werden, wie lange sie unterhalten werden, wie lange sie genutzt werden, hängt in vielen Fällen davon ab, wie die Menschen sich an diesen Orten fühlen. Und die Architektur hat uns ja nun mal die Möglichkeit gegeben, diese Orte positiv zu beeinflussen, mit Architektur sozusagen Aufenthaltsqualitäten zu schaffen. Und wenn uns gelingt, sozusagen die Botschaft der Reduktion von Verbrauchen, von CO2-Emissionen, von sinnvollem Umgang mit Ressourcen etc. und eben auch als Konsequenz dann dieser globalen Gerechtigkeit, die ich eingangs ansprach. Wenn uns das gelingen soll, das durchzusetzen, müssen wir mit sozusagen allen Mitteln probieren. Und wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Das hier ist ja noch nicht mal besonders anspruchsvoll, was hier zu sehen ist. Das sind nur die Pariser Klimaziele. Und selbst die zu erreichen, verlangt von uns eine große Veränderung. So viel zum Gesamtbild. Und ich meine, natürlich kann man sagen, okay, das ist ein Riesenthema und daran können wir nie was machen. Und ob ich jetzt als einzelner Architekt daran irgendwie arbeite oder daran denke, spielt keine Rolle. So sehe ich es aber nicht. Ich denke, dass jeder Einzelne letztlich eben doch dazu beitragen kann. Und ich will Ihnen ein paar Beispiele zeigen, was wir in den letzten 25 Jahren versucht haben und wo wir Erfolg hatten, wo wir auch nicht Erfolg hatten. Dieses hier, Sie kennen es vielleicht, der eine oder andere von Ihnen, die Hauptverwaltung der GSW in Berlin war eines der ersten Hochhäuser, ich glaube weltweit eigentlich, also sicherlich in Europa, was natürlich belüftet wurde und gleichzeitig Aufenthaltsqualitäten geboten hat, die eigentlich vergleichbar sind mit mechanischen Systemen. Also es war ein Versuch, wir haben das damals niedrige Energiearchitektur genannt. Es war ein Versuch, der Entwurf kommt aus den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre. Wir haben versucht, sozusagen eine neue Denkweise auszuprobieren. Wir haben prototypisch eine Menge Dinge versucht. Wir haben auch eine ganze Reihe von Dingen umgesetzt und haben versucht, diese neue Umgangsform mit Energie, mit der Art und Weise, wie ein Gebäude lebt, mit der Art und Weise, wie ein Gebäude funktioniert, auch ästhetisch zum Ausdruck zu bringen. Unser Schwerpunkt lag damals in der Reduktion von Energieverbrauch und natürlich implizit auch CO2-Emissionen im Betrieb eines Gebäudes. Denn so der Gedankengang, die Investitionskosten und der Investitionsaufwand, die Investitionsenergiekosten sind nur etwa 15% des gesamten Lebenszykluses. Das heißt, wenn es uns gelingt, im Gebrauch richtig einzusparen, schrumpft natürlich der Gesamtverbrauch eines Gebäudes. Und in dieser, wie gesagt, GSW war das allererste große Projekt dieser Art und 2005, dann 15 Jahre später, das Umweltbundesamt, was in ähnlicher Art und Weise als Demonstrativbauvorhaben eine ganze Menge von Techniken und Technologien ausprobiert hat, um eben genau das zu erreichen, im Betrieb sozusagen die Reduktion des Energieeinsatzes und damit der geringere Fußabdruck und so weiter und so fort. Und wir haben da ein ganzes Repertoire von unterschiedlichen Ideen umsetzen können. Unter anderem auch ein, sage ich mal, viel
bewussteren Umgang mit Materialien selber, deren graue Energie, also die Energie, die im Material drin ist, durch die Herstellung, durch die Verarbeitung, natürlich in der Gesamtbilanz auch eine Rolle spielte. Und wir waren ganz stolz, dass wir da auf ca. 70 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr gekommen sind in unseren Berechnungen und waren ebenso entsetzt, wie wir die ersten Messergebnisse bekamen nach etwa einem Jahr des Betriebes und feststellen mussten, dass der tatsächliche Verbrauch etwa um 100% über dem lag, was wir uns erhofft hatten. Jetzt muss man sagen, ist natürlich am Anfang gibt es immer Kinderkrankheiten, was weiß ich, die Anlagen haben nicht funktioniert, oder sind kaputt gegangen oder dies oder jenes. Das spielt natürlich eine gewisse Rolle, aber wir haben uns natürlich schon gefragt, wie kann es sein, woran könnte es liegen, und haben festgestellt, dass das Nutzerverhalten, das heißt die Art und Weise, wie das Gebäude dann angenommen wird, genutzt wird, wie die Menschen sich verhalten, eine riesige Rolle spielt in dieser Bilanz, die ja rechnerisch ohnehin immer bloß auf statistischen Durchschnitten beruhte. Und das war für uns eine extrem wichtige Lektion zu lernen, dass im Grunde genommen das Wohlbefinden, und damit meine ich jetzt nicht nur Wellness im Sinne von fühlt sich gut an, sondern Befinden, das Sein eigentlich, das Wohlsein sozusagen in einer Umgebung, ein ganz wichtiger Faktor ist in nicht nur der Beurteilung einer räumlichen Umgebung, sondern letztlich eben auch in dem Wunsch, sich zu engagieren, sich zu identifizieren mit einem Gebäude, dann letztlich dann auf das einzugehen, was sich die Architekten da auch ausgedacht haben und Stück für Stück dann tatsächlich auch diese Ziele zu erreichen, die wir uns irgendwann mal ausgedacht haben. Parallel zu dieser Entwicklung haben wir an einem anderen Gebäude in Frankfurt gearbeitet, was dann 2010 fertig wurde für die KfW Entwicklungsbank. Ein an sich für die KfW auch revolutionärer Bau, insofern als wir es hier mit Bankern zu tun haben, die natürlich aus globalen Kontext kommen und an klimatisierte Bürogebäude gewöhnt sind, die 22 Grad haben, ganz egal welche Jahreszeit. Also hier haben wir auch mit natürlicher Belüftung, mit Nachtlüftung, mit aktivierten Bauteilen und so weiter und so fort experimentiert, haben aber am Ende sowas gebaut wie eine Art von Hybrid. Also man könnte sagen, das ist wie so eine Art von Toyota Prius oder so, wo eben zwei Motoren letztlich verbaut werden in einem Auto, um sozusagen die optimale optimalen Verbrauchsmoment zu erreichen. Was aber dabei eben vergessen wird, ist, dass natürlich die Energie, die eingesetzt werden muss, um diese zwei Motoren zu bauen, letztlich so hoch ist, dass der Einsparfaktor, den man dann irgendwann mal erreicht, erst weit in der Zukunft dann auch tatsächlich erzielt werden kann. Und insofern sind uns allmählich Zweifel aufgekommen, und um es kurz zu machen, haben wir später dann Projekte gebaut, die auf hohe Technologieanteile verzichten, die viel einfacher und direkter im Umgang sind mit Büroumgebungen und so weiter. Eins davon hier in Hamburg, die ehemalige BSU, jetzt heißt sie, glaube ich, BSW, ne? Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen in Wilhelmsburg. Und ganz wichtig war für uns eine andere noch Erfahrung, nämlich der Umbau eines bestehenden Bürogebäudes in München, was jetzt so aussieht. Da haben wir, es ist zum ersten Mal gelungen, ein Gebäude richtig zu rezyklieren. Wir haben den Rohbau erhalten dürfen und können dieses Gebäudes, haben es nur die ganze Technik und die Fassade erneuert. Und der Rohbau war sozusagen eher ein Wegschneiden als ein Bauen, und haben da sehr schöne und helle, luftige Büroumgebungen erreichen können. Und der Lernprozess für uns war der, dass wir eigentlich mit einem ganz normalen, wie soll ich mal sagen, Energieprogramm, was inzwischen sich natürlich durch die sich stark veränderte Energie
Einsparverordnung vom Niveau her deutlich angehoben war gegenüber der GSW. Also das, was wir in der GSW noch als Prototypen irgendwie experimentell probiert haben, ist ja mittlerweile in den 15, 20 Jahren Standard geworden. Also diesen Standard erreichen wir, gar kein Thema. Aber es gibt keine besonderen, weit darüber hinausgehenden, sage ich mal, Experimente, was nun Fassaden betrifft oder irgendwelche Haustechniksysteme, sondern eigentlich lediglich dieser Wiedereinsatz des Rohbaus hat rechnerisch, und das haben wir dann hinterher mal analysiert, ein Äquivalent ergeben in seiner Einsparung der grauen Energie von 35 Jahren Heizung. Und jetzt muss man sich normalerweise vorstellen, man baut eine komplexe Heizung ein oder was weiß ich, ein Solarsystem oder sonst was, macht dadurch sozusagen die graue Energie größer, man kommt mit einem Rucksack an, sozusagen, den man erstmal abarbeiten muss, und dann irgendwann fängt man an einzusparen. In diesem Fall kommt man sozusagen mit einem Loch an, also mit einer negativen Bilanz, und hat erstmal sozusagen viele Jahre, um überhaupt sozusagen gleichzukommen mit normalen Gebäuden. Und das, diese Lehre, die Wichtigkeit des eingesetzten Materials, hat uns dann dazu geführt, viel stärker über Material nachzudenken, und führte zu einer ganzen Reihe von Holzbauten. Und Sie ahnen schon, in welche Richtung das jetzt geht. Hier ist noch ein Beispiel, wo beides zusammenkommt. Also ein Projekt hier in Berlin, wo wir eine Schule erweitern, also auch einen Plattenbau, der eigentlich sozusagen erstmal unattraktiv scheint, aber erweitern mit einem sehr schönen Dachaufbau aus Holz, der wiederum das Material hat die Leichtigkeit, und natürlich ist Holz, wie Sie alle wissen, CO2-negativ zunächst mal. Durch die Verarbeitung entsteht natürlich ein gewisser CO2-Aufwand, aber im Vergleich zu allen anderen Baumaterialien verschwindend gering. Das heißt, es ist eigentlich das beste ökologisch gesprochen das beste Baumaterial, was man verarbeiten kann, und deswegen unser Interesse, mehr und mehr das Material einzusetzen. Und das führt mich jetzt zum eigentlichen Projekt hier in Hamburg. Wir wurden angesprochen von einem Entwickler in Hamburg, der unser Gebäude in Wilhelmsburg gesehen hatte, weil er sich interessierte für ein Grundstück direkt daneben, also neben dem BSW-Gebäude. Und da gab es so ein Wettbewerbsverfahren mit Grundstücksvergabe. An dem haben wir gemeinsam teilgenommen, und daraus ist dann schließlich Woody geworden. Und Woody ist ein Studentenwohnheim, könnte man sagen. Also es ist ein Gebäude mit sehr kleinen, aber Kleinstwohnungen, wenn man so will, also Micro-Living, um das Schlagwort zu verwenden, in dem alle Einheiten aus Holz, nicht nur aus Holz mit Holzoberflächen oder Holzeinbauten, sondern ganz und gar strukturell aus Holz gebaut sind. Und zwar vorgefertigt in einer industriellen Fertigungsstraße. Hier sieht man nochmal, dass die Lage, Sie kennen sich ja aus in Hamburg oder in Wilhelmsburg vielleicht besser als ich. Unten sieht man diese Einzelbauten, das sind die Experimentalbauten der IBA. Hier das Gebäude mit den Wellen ist der Dienstsitz der Behörde. Und Sie können sehen, wie dieses Woody sich da sozusagen städtebaulich angleicht an diese Idee der auskragenden Erker, die einen Weg begleiten. Das ist der Gerd-Schwemmle-Weg. Das ist zwar ein Fahrradweg, ein Fußgängerweg, aber es, wenn man möchte, eine Magistrale in Wilhelmsburg, weil es die beiden Zentren direkt miteinander verbindet und deswegen auch sehr viel benutzt. Und aber insgesamt das Grundstück umflossen mit Wegeverbindungen, so teilweise für Autos, teilweise für Fußgänger und Radfahrer. Und auch, man sieht das hier, der blaue Winkel, das ist ein Flusslauf, der in Wilhelmsburg, die ja auch verwendet werden, die Wasseroberflächen mit Bötchen und so weiter. Hier sieht man nun diese Idee der Fortsetzung dieser Auskragung. Und hier können Sie auch sehen, wie wir, sage ich mal, städtebaulich umgehen mit solchen Gebäudevolumen. Das ist ja nur zunächst mal sozusagen
ein Gebäudevolumen, was aus sich wiederholenden Einzelteilen zusammengefügt ist, wenn man möchte. Also nicht so, dass jetzt unterschiedliche Situationen entstehen würden. Und deswegen bei uns auch große Hemmung, sozusagen so zu tun, als würden unterschiedliche Wohnungstypen oder unterschiedliche Raumtypen dahinter stehen, sondern es ist ein bewusst sich wiederholendes Gebäudemotiv, was aber als Körper sozusagen frei im Raum steht und sehr unterschiedliche Raumsituationen schafft. Man sieht es hier, das ist der Weg zum, da gibt es ein Berufsschulzentrum, das ist der Weg zu diesem Berufsschulzentrum mit einem kleinen Platz, der mit einer Fassade adressiert wird. Hier ist dieser Kanal, der eingefasst ist von zwei von diesen Auskragungen und hier sieht man wieder den Blick entlang den Gerd-Schwemmle-Weg und das ist die Rückseite des Gebäudes. Das heißt also, ein Körper, der eigentlich frei steht, aber sich durch seine Bewegung sozusagen raumbildend einfügt. Und nun die Besonderheit ist, wie gesagt, dass wir es mit einem reinen Holzgebäude zu tun haben. Sie wissen auch, dass bis vor kurzem die Brandschutzvorschriften das nicht zugelassen haben, dass man einen fünfgeschossigen Holzbau errichten kann. Eigentlich war der Stand der Dinge 2,5 Geschosse und Woody hat sozusagen noch eine Ausnahmegenehmigung bekommen, aber im Rahmen der, der Genehmigung dieses Gebäudes ist dann auch die Bauordnung in Hamburg geändert worden und heute können Sie bis zur Hochhausgrenze Holz verwenden, was meines Erachtens eine wirklich gute Nachricht ist. Natürlich bedarf es der kompensatorischen Maßnahmen, brandschutztechnisch gesprochen, und das ist in diesem Fall die Verwendung von Beton für alle Fluchtwege, das heißt die Kerne, die Treppenhäuser, Aufzüge und auch die Decken der Flure sind aus F90-Material, also in diesem Fall Beton gebaut, der Rest ist aber eben reine Holzkonstruktion. Hier sehen Sie nochmal das Erdgeschoss. Unter dem Gebäude sind Fahrradstellplätze vorgesehen. Es gibt unter den drei auskragenden Erkern drei Gemeinschaftsräume, einen für Coworking, einen als so eine Art von Lounge oder Eingangsbereich und einen als Bistro oder Café. Und darüber, das ist dann das, darüber sind also wirklich in, sage ich mal, repetitiver Anordnung dann diese einzelnen Container angeordnet, die, hier sieht man es, auf so einem Art von Tisch aufgelegt sind, der über diesem Erdgeschoss aufgebaut ist. Hier sieht man noch bloß den Betonrohbau und so hatten wir es uns vorgestellt und so ist es dann auch tatsächlich passiert. Das ist die Fassade, die auch vorgefertigt ist, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das, die einzelne Einheit wird natürlich in so einer Vorgehensweise wie so eine Art von Designobjekt, das heißt, wir haben einen Prototypen bauen können, haben dann wirklich jedes Detail abgestimmt, wobei wir natürlich mit einem sehr, sehr engen, einfachen Budget gedacht haben. Und hier ist sozusagen ein Versuch, die Diskussion aus den 20er Jahren von Ernst May, Frankfurter Küche etc. oder auch Corbusier, Unité d'Habitation, die Cabanon und ähnliche Beispiele aus der Architekturgeschichte wieder aufleben zu lassen und sozusagen ein Existenzminimum für Millennials zu entwerfen, die also mehr oder weniger alles haben, was man zum Leben braucht, inklusive ein gutes Wi-Fi-Netz, eine Anbindung an sozusagen die internationalen Kommunikationsnetze. Und gleichzeitig ist das, also wir haben es eben wie gesagt mit eigentlich einem Rohbau zu tun, das heißt die Wände sind ja nicht behandelt, sondern das sind die querverleimten Brettschichtplatten, die auch konstruktiv sind und lediglich im Flur sind dann die Oberflächen behandelt, teilweise aus Brandschutzgründen, ich sagte schon, teilweise auch Fragen der Robustheit etc. Zur Fassade, wir haben natürlich auch Holz als Fassadenmaterial verwendet, haben eigentlich sehr anspruchsvolle Anforderungen an die, vor allem die Fenster. Sie kennen als Hamburger sicherlich die ganze Diskussion um den Lärmschutz in der Hafen City, das sogenannte Hafen City Fenster, eine der
Jörn Walter hat mal gesagt, das Hafen City Fenster sollte eigentlich den deutschen Städtebaupreis bekommen, weil durch das Hafen City Fenster so viele Dinge möglich wurden, die anders mit deutschen Vorschriften eigentlich gar nicht zu erreichen gewesen wären. Aber im Detail und wenn man es dann tatsächlich versucht umzusetzen, nicht ganz ohne Komplexität. Man sieht es hier im Schnitt. Es gibt also, man sieht es hier oben im Schnitt links, permanente Lüftungsverbindungen, um also bei einseitig orientierten Wohnungen eben nachts eine natürliche Lüftung zu ermöglichen, ohne dass der Schall in die Räumlichkeiten kommt. Das heißt also ein relativ komplexer Fassadenaufbau, den wir aber auch weitgehend eben vorfertigen konnten, sodass auf der Baustelle dann lediglich noch eine Art von Montage stattgefunden hat. Hier sehen Sie jetzt Bilder aus der Produktion, die Einheiten wurden in Vorarlberg hergestellt und dann nur noch nach Hamburg gebracht und hier aufeinander gestapelt, wenn man so möchte. Und schließlich dann schon hier in Hamburg diese vorgefertigten Fassadenelemente, die noch auf die sozusagen, hier müsste jetzt ein kleiner Film kommen, ja wunderbar, die auf die Kisten in Anführungszeichen drauf montiert wurden. Also das brauche ich Ihnen nicht zu erklären, dass industrielle Fertigung von solchen Einheiten natürlich riesige Vorteile hat. Also zunächst mal kriegen Sie damit eine Präzision hin, die Sie auf der Baustelle nie hinkriegen würden. Sie haben eine Bauzeit, die zumindest vor Ort deutlich reduziert ist. Wir haben das ganze Ding in weniger als einem Jahr errichtet, 370 Wohnungen, das ist schon ziemlich erstaunlich. Sie haben natürlich auch also aus ökologischer Sicht jetzt nicht nur das Material, sondern die ganzen Verarbeitungsprozesse sind viel strukturierter, viel einfacher, viel besser zu kontrollieren und ich würde mal sagen, dieser Traum, den ja im Grunde genommen unsere Architekten schon seit dem Bauhaus, die Architektenväter oder Großväter schon seit dem Bauhaus geträumt haben, nämlich einer, sage ich mal, industriellen Fertigung von Architekturelementen, die auch nicht dominant ist, also wo nicht das Thema Industrie sozusagen die Architektur bestimmt, sondern umgekehrt, die mit der Architektur, für die Architektur Prozesse gestaltet werden können. Das ist eine Möglichkeit, die wir jetzt haben mit der ganzen computergesteuerten Verarbeitung von Holz, als Holz eben auch viel leistungsfähigerem Material oder Holzwerkstoff, muss man sagen, als viel leistungsfähigerem Material. Und das ist ein Thema, was uns ungemein interessiert. Wir arbeiten im Augenblick auch an weiteren Projekten dieser Art. Woody ist seit 14 Tagen bezogen oder wird bezogen im Augenblick. Also das Semesterbeginn war sozusagen die Deadline. Und soweit ich das mitkriege, gibt es zumindest sehr viel Interesse an diesen minimalen Wohnungen. Das ist natürlich, wenn wir die Wohnungsfrage generell beleuchten wollen, tatsächlich eine Antwort. Sie wissen, dass der individuelle Quadratmeterverbrauch pro Individuum, pro Wohnung bei uns seit dem Krieg etwa sich auf 50%, auf 50 Quadratmeter erhöht hat, um 100%. Und eine Möglichkeit natürlich, zum Beispiel Energie einzusparen, ist eben mit geringeren Flächen, mit geringerem Unterhalt und geringerem Aufwand auszukommen. Und da ist dies hier jetzt, zumal im Holz, mit Holz als Baumaterial, noch ein wirklich ernstzunehmender Beitrag meines Erachtens. So, wenn ich noch einen Augenblick habe, würde ich ganz gerne noch zu dem zweiten Begriff unseres heutigen Tages kommen, nämlich das Urban Wellbeing. Das ist ein Foto von Jane Jacobs, die 1961 das berühmte Buch vom Leben und Tod der großen amerikanischen Städte geschrieben hat. Und die sozusagen die Kritik der modernen Architektur oder des modernen Städtebaus angeführt hat, ihre Punkte wurden in vielfacher Form wiederholt und werden bis heute immer wieder aufs Schild gehoben. Da geht es sozusagen um den Gegensatz
zwischen eben autogerechter Stadt, die sozusagen mit großen Schneisen bestehende Strukturen zerstört, und als Gegenmotiv die gewachsenen Strukturen des 19. Jahrhunderts, jetzt im Fall von Jane Jacobs in Manhattan, in Brooklyn oder in der Bronx. Diese Kritik hat sich die 68er-Generation auf die Fahnen geschrieben, hat das verbunden mit Kapitalismuskritik unter dem Motto, die moderne Stadt ist ein Instrument des Kapitalismus, was unsere Umwelt zerstört, nachhaltig zerstört, und hat alle, sag ich mal, fortschrittlichen Bemühungen um die Stadt eigentlich mit der Idee der Rekonstruktion oder des Erhaltes des 19. Jahrhunderts, der Städte des 19. Jahrhunderts verbunden. Der Begriff der Urbanität, also das Urban, im Englischen sagt man ja eigentlich auch urbane, also nicht nur die Vorstellung von Stadt als Organisationsprinzip, sondern eben auch Stadt als kulturelles Projekt, als ein Ergebnis der jahrhundertealten Tradition der europäischen Stadt. Die Urbanität wurde ein zentraler Begriff, der jetzt auch zum Beispiel hier in der Hafen City als Leitmotiv gedient hat. Und ja, als Generation danach und als jemand, der jetzt nun schon eine ganze Menge Jahre den Erhalt und auch teilweise den Rekonstruktion von Wohnquartieren und überhaupt Stadtquartieren des 19. Jahrhunderts beobachtet hat, kann ich sagen, dass der Kapitalismus durchaus seinen Weg auch in andere Formen findet. Und wir ja nun im Augenblick wieder an einer Situation stehen, wo wir uns fragen, was eigentlich unsere urbanen Leitbilder sind und wie unsere urbanen Leitbilder unserem tatsächlichen Bedarfen entsprechen. Und da zählt dieser Begriff des Well-Being, also des Aufgehobenseins, des Geschütztseins, des auch sich entfalten Könnens im städtischen Raum, spielt meines Erachtens eine zentrale Rolle. Und die Art und Weise, wie eben die Kommerzialisierung mehr oder weniger unsere Städte absorbiert, ist sicherlich kein zufriedenstellender Umstand. Und es gibt nicht wenige Versuche, mit diesem Umstand umzugehen und andere Interpretationen des Städtischen zu finden. Sie kennen die Versuche, sozusagen Stadt und Land oder Stadt und Naturelemente miteinander zu verbinden. Das ist teilweise einerseits der Tatsache, oder das ist, wenn man möchte, das Spiegelbild der Tatsache, dass sich die Stadt in die Landschaft immer stärker ausbreitet, deswegen ein Bedarf entsteht, Landschaftsräume zu schützen und zu bewahren, des Wohlbefindens zuliebe. Und auch eben Ideen, sozusagen die Stadt mehr wie eine Art von tatsächlich Landschaftsraum oder modifizierten oder anorganischem Landschaftsraum zu interpretieren. Und sie kennen Versuche, diese, sagen wir mal, Idee der Infrastruktur unseren Städten neu zu interpretieren. Das finde ich persönlich eine sehr interessante Diskussion und eine, die uns, glaube ich, herausfordern wird über die Jahre, gerade im Zusammenhang eben mit Nachhaltigkeit und anderen Lebensformen. Ich möchte aber dennoch mit einem Zitat von Karl Kraus abschließen, so ein bisschen als Warnung. Ich bin sicher, dass die Infrastrukturen sich ändern werden. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass auch die Architektur Grenzen hat, dass wir diejenigen sind, die für die Infrastrukturen verantwortlich sind und nicht unbedingt nur für den symbolischen, für die symbolische Sublimation sozusagen unserer Wünsche. Das heißt, letztlich
ist die Stadt, bleibt, ist eine Stadt, bleibt eine Maschine, in der wir sozusagen das Wohlbefinden einrichten und möglich machen müssen. Vielen Dank.